Recht herzlich willkommen zur 48. Folge von Grand Age Medieval. Und wir sind wieder im Spiel. Wir müssen unseren Dralo finden, der müsste hier sein. Da ist er. Nee, Dralo heißt er gar nicht. Milos heißt er. Dralo war der Kollege, der Kerbal Space Programm unterstützt. Entschuldigung. Milos, Dusan. Oh, krass hier, das Gebirge. Ja, letztes Mal hat man da unten noch ein bisschen Handel getrieben, um dann hier, ne, irgendwie was hinzukriegen. Aber ob wir das überhaupt noch hinkriegen, weiß ich auch noch nicht. Es gestaltet sich ja immer etwas schwierig. 140 Bier können wir 5 kaufen. Salz 120. Können wir 14 kaufen. Früchte können wir noch für 100 verkaufen. Da ist vorbei, 80 davon weg. Haben wir für 229 gekauft, hier gibt es 250, ne, das lassen wir mal so. Gut, doch hier, Wolle können wir noch loswerden, ne. $50 weg. Für 80 gekauft, für 134 weg, das ist auch ein gutes Deal, ein guter Deal. Alles weg. Haben wir gekauft, gut. Ein bisschen nah dran, ne? Kann das sein? Ja. So, nächste Stadt, Wissna. $234. Können wir 5 verkaufen. 200, oh. Fünf Fässer weg. Fisch haben sie einen. Sie produzieren hier Früchte, aber haben keine. Auch schön. 250 Keramik. Ne, lassen wir mal. Das produzieren sie ja eigentlich auch. Haben aber nichts. Können wir noch 8 verkaufen. Und Steine hätten sie hier. Ich glaube, die Steine lassen wir da, wo sie sind. Schon unterwegs. Zack, zur nächsten Stadt. Jo. So, Bier, Felle, Salz. Sind wir losgeworden? Früchte. Können wir das loswerden? 24. Billiger gekauft. Da geht der Preis sofort hoch. Machen wir dann nicht. Können wir noch ein bisschen Wolle verkaufen. Passt. Hier können wir vielleicht was... Ne, können wir nicht kaufen. Das ist schon teuer. Okay, fertig hier. Gehen wir hier wieder hin. Da läuft er da lang, gut. So, Craiova. Kommt da gleich an. Ah, wir haben noch Früchte auf dem Wagen, aber die kriegen wir ja nicht los, oder? Nee, lassen wir so. 200. Hier können wir noch Wolle loswerden. Und Steine werden billig, ne? Da müssen wir schon mal für 48 irgendwo verkauft, ne? Ja, wahrscheinlich sogar hier. Kaufen wir die noch ein. 80 ist auch ein guter Preis. Nehmen wir auch noch mit und dann den Rest machen wir mit 37 Steine. Gucken, ob der Deal läuft. Mit Freude. Was steht da? Oh, wir machen Verluste. Da steht da.
Ja, das ist doch schön hier, ne? 40. 40. Verkaufen wir mal. Die Kohle nicht, oder doch? Ja, die geht sofort runter. Können wir auch lassen. Haben wir für 80 gekauft. Geht hier aber dann hoch. Wolle geht wieder. Sind wir so los. Werkzeuge sind für 229 gekauft. Geht da was für 180? Ja. 10. Der Fisch für 60. 28. Da geht auch noch was für 120. 7. Gut. Haben wir schon geschafft. Weiter geht's. Ja, wir müssen da mal vorbei und gucken, dass wir was abliefern, ne? Wir müssen da ja auch was hinkriegen. 284 können wir mal verkaufen. Will ich aber nicht. Hier 73. Wir haben es für 80 gekauft. Mann. Und die 7 los, ja. Den Fisch für 100 verkaufen, ja. 59 gekauft, 55 ist es hier. Getreide ist auch super günstig. Die Steine kriegen wir ja auch nicht los. Weg ein. Ja, noch billiger. Wie wir es gekauft haben, super. Das Tuch hier, ne, oder der Tuch, den Tuch, keine Ahnung. Gut, das lassen wir so. Dann geht die Reise noch hier nach Constanta erstmal. Oben sind wir noch roten Zahlen, das ist nicht gut. So, wir stehen da. Können wir was verkaufen? Früchte gehen komplett weg, super. Und hier 418 ist ein Top-Preis, ne? 134 kriegen wir alles weg. 80 nicht ganz alles. Aber einiges. Und Steine sind hier Mangelware. Sind wir komplett losgeworden, cool. Ja, da fällt's gleich runter. Aber zwei zum guten Preis verkaufen. Wir haben es für 229 gekauft. Komm, mach sie alle runter. Jetzt haben wir nichts gekauft hier, oder? Nein, das lohnt nicht. Den Rest haben sie nicht. Exquisit. Weiter geht's. Exquisit, sagt er. Gut. Jetzt will ich Steine. Der Prunk ist natürlich cool, ne? 1050 gekauft. Aber ich glaube, das lassen wir mal. Der ist zu teuer, der Prunk. Da gibt es was für 80. Der steigt aber sofort. Das Getreide mit 37 ist günstig, ne? Das geht. Hier Nummer 48, geht was, kann man noch ein bisschen holen. Die Steine sind auch mit 37 günstig. So viel Geld haben wir dann wahrscheinlich nicht. Dann belassen wir es mal so und reisen weiter. Exquisit. Exquisit.
auf nach Konstantinopel. Ja. Stein haben wir. Alles das, was wir eben gekauft haben, kriegen wir ja auch nicht los, ne? Mit Freude. Gucken wir weiter. So. Immer Getreide. Was haben wir denn? 68 wäre 7 Stück, das ist mir zu wenig. Ja, aber 60. 59, dann sind 12 weg. Da oben ein paar Kohle. Komplett weg, fertig. Exquisite. Gehen wir nach Izmir runter nochmal. Na, hier gibt es jetzt Fälle für 110, ne? Steine. Ja, guck mal, was hier geht, ne? Alles wird hier produziert. Aber wir können es nicht leisten. Ein bisschen Kredit haben wir auch nicht. Der Händler. Exklusiv. Nach Thessaloniki gehen wir jetzt. Oder rechts eine Stadt? Ankara. Hm. Mit Vergnügen. Komm, wir gehen nach Ankara, das ist näher. Und Antalya ist auch noch da. Aber vielleicht können wir ja auch gar nicht handeln, das kann auch noch sein. Aber es ist grün. Konstantinopel ging auch. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, ne? Bisschen was loswerden. 110 haben wir es gekauft. Zwei davon weg. Die Wolle ist hier. Ja, wird gleich teurer, ne? Dann lassen wir die Wolle sein. Was ist mit der Keramik? Die wächst sofort auf vom Preis her. Hier 180, der ist konstant. Da dürfen wir nicht mehr mitnehmen. 22 mal Tuch. Ja. Wieder mein Händler abgewählt. Komm, Antalya einmal hin und dann gucken wir weiter. Wir könnten natürlich den Trupp Straße bauen lassen, ne? Hier unten, ne? Wo war der Izmir? Da ist Izmir. Und da nach da. Sieht gut aus. Die mal bauen. So, 176. Muss ein bisschen Geld machen, ne? Da gehen welche. Die weg. Die auch weg. Und hier unten auch noch. 80 gekauft, dann macht die 2 weg. Ja, danach geht's mir. Straße schon gebaut, cool, ne? Komm, wir müssen nochmal da Straße aufrüsten. Wir haben nicht so viel Geld, super. So Handel.
Können wir hier noch nicht mal handeln, oder was? Achso, wir haben falsch ausgewählt. Das ist Milos. Tuch sind wir losgeworden. Wir können gar nichts kaufen, wir haben kein Geld, wir haben 15.000 Miese. Das ist vielleicht nicht gerade gut. Und Ware, doch, da oben immer noch Ware. Können wir auch nicht ausgleichen. Die Fälle gehen ja auch nicht. Weiterlaufen. Wieso haben wir so viel Minus? 200. Alle weg. Ja, 4000 noch. Mit Vergnügen. Ist jetzt nicht das Wahre, ne? Hm. Haben wir so viele Truppen, dass es so teuer ist? Wahrscheinlich, ne? Wir haben immer noch Moralverlust. Tja. Dann müssen wir doch mal gucken, was wir daraus machen, ne? Da bringt nix. Schon unterwegs. Gehen wir da hin. So. Nix. Geht nix. Ja, das ist nicht gut jetzt, wenn man hier läuft. Na, ja, was machen wir mit denen? Moralverlust kannst du sie noch immer gebrauchen. Hm. Stopp mal, wir müssen erst den Händler auswählen. Und dann die Ware. Ist auch nichts besser. Können wir da einlaufen? Ja. Aber irgendwie wird das gerade nicht. Oh, aber guck mal, ich will da oben rumlaufen. Hier geht was. Auch nicht viel. Ausgeschlossen. Ziel muss eine Stadt sein. Auch schön, ne? Ja, ich glaube, die gehen ja nicht raus, ne? So wie gesagt, kommen wir mal einmal zu den Ruinen, aber... Einladen auflösen. Okay, die sind alle schlecht für uns. So, ein Axtkämpfer. Kann man mal ausbilden. Haben aber kein Geld, können wir also doch nicht ausbilden. Das ist schlecht. Ja, momentan sind wir am Hungertuch am Nagen, oder was? Aber jetzt geht's hier aufwärts, glaube ich, weil wir Soldaten verkauft haben, entlassen haben. Die kosten uns dann nichts mehr, ne? Macht denn die Entwicklung eigentlich? Wir haben noch 3 Punkte. Hm. Das ist fertig, ne? Und das können wir dann machen. Hm. Das machen wir mal. Und dann haben wir hier die Kohle, ne? Können wir auch machen und ja, dann bleibt sowieso nur die Fälle über, ne? Dann ist schon alles geupdatet, oder kann man... Ja, wissen wir jetzt nicht, ob man das kann, ne? Okay. Der hat Steine mit. Und hier braucht man Steine. Das ist schon mal gut.
Tja. Kohle wäre billig. Nehmen wir die mal so mit. Mit Freude. Gehen wir weiter runter. Das Geld ist wieder knapp. bringt uns hier nicht viel, ne? Zukaufen lohnt auch nicht. Funktioniert nicht. Sehr weiter. Wohl. Ja, okay, aber ich würde mal sagen, wir haben genug gemacht für heute. Ich denke, das reicht. Bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.